Mein Name ist Michael Fiedler und zeige Ihnen heute ein kaltes Gurkensüppchen. Wir benötigen Salatgurke, wir beziehen sie von regionalen Anbietern, Honigmelone, Salz, Zucker, etwas Knoblauchöl, bunten geschroteten Pfeffer, Schmand, Vollmilchjoghurt, Dill und weißen Balsamico. Wir schneiden zuerst jetzt die Endstücke der Gurke ab, teilen die Gurke links, nehmen einen Esslöffel. Wir kratzen mit dem Esslöffel das Ganggehäuse der Gurke raus, ansonsten ist das zu flüssig nachher. Außerdem stören die Kerne. Schale kann man dran lassen, das gibt Farbe in der Suppe. Danach wird die Gurke nochmal längs geteilt. Und in kleine gleichmäßige Stückchen geschnitten. Dann nehmen wir einen Messbecher. Kommt die Gurke rein. Als nächstes nehmen wir die Honigmelone, halbieren diese, halbieren die Hälfte nochmal, schneiden das Kerngehäuse raus, die Schale abschneiden, teilen das Ganze längs, schneiden das in kleine gleichmäßige Stückchen wie die Rohre. Als nächstes würde ich Salz, kann man ruhig ein bisschen kräftiger abwürzen, Zucker, Knoblauchöl, bisschen bunten geschroteten Pfeffer, 2 Esslöffel Schmand, zwei Esslöffel Joghurt, etwas weißen Balsamico, und einige Dillzweige, die hackt man klein. Als nächstes nehmen wir den Messbecher mit unseren einzelnen Komponenten, einen Pürierstab und pürieren das Ganze durch. Man kann das ruhig ein bisschen schaumig pürieren, es gibt ein schönes Bild am Schluss. Das Süppchen eignet sich hervorragend an heißen Sommertagen, das kühl ist, leicht ist und schnell zubereitet ist. Alternativ können Sie zum Beispiel mit Granatapfelkernen oder Flusskrebsschwänzen das Ganze noch garnieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zubereiten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de